Computerlogbuch der Enterprise, Captain Kirk. Sternzeit 22:15. Nichts. Es passiert nichts. Absolut nichts. Hier ist ja auch niemand. Oh. Wer hat sich das ausgedacht eigentlich? Unendliche Weiten zu erforschen? Captain, würde es Sie aufmuntern, wenn ich Ihnen sage, dass sich die unendlichen Weiten ausdehnen? Mit 74 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Mr. Spock, ernsthaft? Oh, 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 was zur Hölle war das, Fenrich Flake? Diesmal war ich nicht. Kstetti, oh, was ist da los? Captain, Lagebericht. Es tut mir leid. Ich musste uns aus dem Warp rausholen. Wir haben ein unbekanntes Objekt gestreift und ich hatte vergessen, die Trägheitsdämpfer im Einklang mit der Schubumkehr der Impulstriebwerke zu kalibrieren. Was? Ich habe zu stark gebremst. Oh. Heinrich Flake, Schadensbericht. Unsere Stoßstange ist im Arsch. Bitte. Entschuldigung. Schaden an der Außenhülle von Deck 3 bis 14, Captain. Wirklich den Job im Millennium Falcon annehmen sollen. Legen Sie das unbekannte Objekt auf den Schirm. Was zur Hölle ist das? Captain, sorry für die Verspätung. Wir sind mit irgendetwas kollidiert. Oh, vielen Dank, Commander Kühl. Das hätten wir gar nicht bemerkt. Ich korrigiere, Captain. Wir haben es bemerkt, Commander. Rot. Nein, das war witzig gemeint. Ironisch. Aber niemand hat gelacht. Faszinierend. Meine Fresse, und das ist der klügste Mann an Bord. Das ist ein Tesla Roadster, ein Elektroauto aus dem 21. Jahrhundert. Und das weiß ich aus irgendeinem Grund. Spocky, schauen Sie sich das an. Ihre Begeisterung scheint mir fehlgeleitet, Captain. Es ist für die Raumfahrt denkbar ungeeignet. Spock! Es ist ein Cabrio im Weltall. Die Pilotenkanzel ist nach oben offen. Das ist ja der Spaß. Fahrtwind. Im Vakuum. Jetzt. Jeder Spaß ist bei Ihnen. Dieses sogenannte E-Auto wurde vom Milliardär Elon Musk, der als Pionier der Energiewende galt, 2018 in die Umlaufbahn der Sonne geschossen. Ich weiß sogar warum. Als PR-Gag. Ich weiß nie, ob hier jemand einen Witz macht, oder? Aber warum ist dieses Auto am Ende des Universums bei uns im 23. Jahrhundert? Es muss wohl durch die temporale Anomalie auf Steuerbord in unser Jahrhundert geflogen sein. Ernsthaft, Leute, woher weiß ich sowas? Das macht alles keinen Sinn. Als wir das letzte Mal bei den Menschen auf der Erde in der Vergangenheit waren, 2018, da haben sie genau aufgeklärt, wie die Lage ist mit dem Klima. Und jetzt schießen sie Elektroautos, offensichtlich mit Hilfe fossiler Energie, in den Weltraum. Captain, die Sensoren zeigen auf der Erde in der Vergangenheit stark erhöhte CO2-Werte. Der Planet ist auf dem Weg, unbewohnbar zu werden. Kann das sein? Sie haben doch Elektroautos. Ja, aber sie benutzen sie falsch. Verdammt. Stetti? Ein Viertel Impuls. Fähnrich, bringen Sie uns in die temporale Anomalie. Halten Sie sich fest, wir fliegen jetzt zur Erde ins 21. Jahrhundert. Computerlogbuch der Enterprise, Lieutenant Commander Spock. Ich werde mich auf die Erde beamen, um herauszufinden, warum die Maßnahmen zum Klimaschutz außer Kontrolle geraten sind. Und das, obwohl den Menschen nach meinen Berechnungen nur noch 7 Jahre bleiben, um die Erhitzung unter 1,5 Grad zu halten. Spock an Enterprise. Captain, der Tensiometer meines Rekorders zeigt stark erhöhte Trockenheitswerte an. Haben Sie mich vielleicht auf einen Wüstenplaneten gebeamt? Spock, hören Sie zu. Laut unserem Navi sind Sie offensichtlich in Brandenburg. Genauer gesagt bei der Gigafactory von Tesla. Also wenn wir Antworten finden, dann finden wir sie da.
Jedes von uns produzierte Auto ist ein Schritt in eine gerechte Zukunft. Ja, ja, das sagt Ihr Chef die ganze Zeit. Was er nur leider übersehen hat, war, dass die Gigafactory in ein Wasserschutzgebiet gebaut worden ist. Nein, das hat er leider nicht übersehen. Deswegen hat er die Gigafactory ja am Weltwassertag eröffnet. Ach, guten Tag. Hallo, herzlich willkommen bei Tesla. Oder sind Sie vom ZDF? Dann haben Sie Ihr Hausverbot. ZDF. Wenn der vom ZDF sein soll, dann bin ich auch vom ZDF. Nein, ich bin hier wegen eines Tesla Roadsters. Ach. Entschuldigung, das ist jetzt mein Fehler. Die Autoübergabe findet dort hinten statt. Nein, ich suche den Erfinder. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Ah ja, Elon Musk. Ja, dann gucken Sie doch einfach mal im Foyer nach. Der müsste gerade hier da hinten die Einfahrt fertig tackern. Danke. Wo waren wir? Beim Wasser. Ja, wegen Ihrer blöden Fabrik wird unser Wasserverbrauch als Anwohner gedeckelt auf 100 Liter am Tag. Ja, aber weniger Wasserverbrauch ist gelebter Umweltschutz. Und Ihrem Geruch nach zu urteilen, sind Sie der größte Umweltschützer von allen. Hören Sie mal zu, 100 Liter, das sind nicht mal 10 Minuten Duschen. Mein Gott, wie oft denn noch sehe ich aus wie jemand, der Twitter kaufen könnte, oder was? Entschuldigung, könnten Sie dem Kollegen immer sagen, dass ich nicht Elon Musk bin? Aber sie hat gesagt, Elon Musk tackert den Eingangsbereich. Ja, aber sie hat auch gesagt, dass mehr Autos gut für die Umwelt sind. Meine Fresse, dein Geruch hat aber auch schon eine Persönlichkeit entwickelt, du. Meine Güte, du. Ja, weil ich aus Protest gegen Ihren Arbeitgeber nicht mehr dusche. Aus meinem Arbeitgeber? Ja. Ich arbeite bei einem Subunternehmer für Mindestlohn und ich schaff's trotzdem, mich zu duschen. Ja, okay. Wussten Sie, dass ein Fünftel Ihres täglichen CO2-Bedarfs entsteht, wenn Sie 10 Minuten warm duschen? Ja, das wusste ich. Deswegen, ich schränke mich ja auch nicht nur ein beim Duschen. Nein, nein, ich esse fast kein Fleisch. Ich fliege fast nicht in den Urlaub und ich habe auch eine relativ kleine Wohnung. Das sind ja tolle Einschränkungen. Das ist mein ganz normales Leben. Und wieso fliegen Sie nur fast nie in den Urlaub? Ach so, ja, meine Frau wollte nach Norwegen und ich musste mit. Wasser predigen und Wein schlürfen oder wie? Oder besser erst skandieren, dann Skandinavien. Guten Tag. Frau Kühl, herzlich willkommen bei Tesla. Ja, sorry für die Verspätung. Das ist mir jetzt unangenehm, das anzusprechen, aber... Nee, ist nicht schlimm, er stinkt einfach. Aus Protest! Okay, ist denn mein neuer Wagen fertig? Frau Kühl, das tut mir jetzt wahnsinnig leid. Sie wissen ja die Lieferkette. Dürfte ich Ihnen vielleicht einen kleinen Espresso anbieten oder ein Schlückchen Brandenburger Grundwasser? Ja, aber ich wollte doch heute Abend damit... Ich dachte, das muss jetzt schnell gehen mit dem Klimaschutz. Ich will ja nicht zu nahe treten, wenn Sie was fürs Klima tun sollen. Ja, wenn Sie da was tun wollen, dann können Sie einfach nicht Auto fahren. Wie wär's damit? Ja, treten Sie mir nicht zu nahe. Oh. Und wie soll sie bitte ins Büro kommen? Ja, was weiß ich, wie ihr auch. Mit meinem alten Diesel? Nein. Bekommen Sie denn von Ihrem Arbeitgeber gar keinen Dienstwagen? Ich bekomme Mindestlohn. Sie müssen auf Tesla umsteigen, ja? Da bekommen Sie eine Prämie vom Staat. Und Sie tun noch was für die Umwelt. Wäre es nicht besser fürs Klima, wenn ich eine Prämie bekommen würde, wenn ich kein neues Auto kaufe? Yes! Momentan sind gar keine E-Autos verfügbar und die Deutschen kaufen sie trotzdem. Also, Geld vom Staat fürs Nichtstun, das ist ja absurd. Sagt gerade diejenige, die sich einen Tesla kauft, hier, der mit 7.500 Euro subventioniert wird, vom Staat, übrigens mitfinanziert von ihm. Wie viel Steuern zahlt man denn mit Mindestlohn? Wie viele Steuern spart man denn als Tesla-Kundin? Fragen Sie sich lieber, wie groß Ihre Wohnung ist. Ja, ich sag mal so, in meinem Gästebad gibt es eine Dusche. Ach ja, Wohnen ist neben Mobilität und Konsum einer der größten Klimakiller. Mein Gott, ich hab doch diese Woche schon auf meinen Wochenendausflug nach Rom verzichtet. Oh, was nicht schwerfällt, wenn der Weg von der Küche zum Gästeklo ja schon ein Kurztrip ist. Da Sie alle offensichtlich sehr darauf bedacht sind, dass andere mehr für den Klimaschutz tun, habe ich mir erlaubt, die Ökobilanzen der jeweils anderen zu ermitteln. Ach, gut, gut. Sie zum Beispiel als Vertreterin des reichsten 1% stoßen im Jahr mehr als doppelt so viel aus wie er. Ha, Klimasau! Ja, aber ich fahre doch jetzt bald einen Tesla, bitte. Und Sie als Vertreter der Mittelschicht stoßen im Jahr mehr als doppelt so viel aus wie er als Geringverdiener. Ach, das kann nicht sein, wegen einmal Norwegen. Das muss falsch sein. Moment, dann ist die Klimakrise gar nicht die Schuld von uns alle?
Naja, wir sind eben alle nicht perfekt. Ach ja, ich meine, das ist jetzt kein Grund, mit dem Finger aufeinander zu zeigen, oder? Ich meine, doch! Wegen euch reichen Arschgeigen werden meine Enkel in der Dachgeschosswohnung an einem Hitzetod sterben. Machen Sie sich mal keine Sorgen, die können Sie sich gar nicht leisten. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie immer noch doppelt so viel CO2 ausstoßen wie die ärmere Hälfte der europäischen Bevölkerung und achtmal so viel wie die Hälfte der Weltbevölkerung. Ha, Sie müssen also auch verzichten. Auf was soll ich denn noch verzichten? Sie alle müssen verzichten. Moment mal, dieser Individualansatz, ja, der führt nirgendwo hin. Wir müssen das gesellschaftlich regeln. Was, dass Sie nach Norwegen wollen? Entschuldigung, das wird jetzt zu einem... das war nicht verboten. Aber Sie können doch nicht einfach alles tun, nur weil es nicht verboten ist. Doch, das ist die Definition von erlaubt. Logik ist nicht so Ihr Ding, was? Nee, ne? Sie wollen also, dass Ihr Verhalten verboten wird? Nein, Ihrs! Seins! Meins? Was mit seins? Wieso meins? Wie regeln Sie denn auf diesem Planeten Fragen des Überlebens der Zivilisation? Na so, wir planen uns gegenseitig an! Ja, machen wir so. Das hat eigentlich immer sehr gut funktioniert. Macht auch echt Spaß. Ja. Wussten Sie, dass der erste CO2-Fußabdruckberechner von der englischen Ölfirma BP erfunden wurde, damit Sie sich gegenseitig anschreien? Moment mal, wie sind Sie eigentlich hierher gekommen? Oh ja. Ich? Mit dem Fernverkehr. Oh. Wow. Alter! Ist das die Enterprise im Orbit? Wie krass! Captain, eine Person zum Beamen. Jetzt. Das ist unfassbar. Eigentlich nie gedacht. Oh. Oh, das ist... Moment mal! Beamen allein kostet die Energie von 60.000 Sonnen! Aber uns hier Vorträge halten, ne? Also ich kaufe mir jetzt 2 Tesla. Ja, und ich gehe jetzt 10 Minuten duschen. Machen Sie 20 draus. Ja. Meine Güte, ey. Herr Verbanker, wir haben was vergessen. Was denn? Na, das Abo und die Glocke. Was? Dann war das hier alles ganz umsonst? Ich fürchte ja. Aber vielleicht wissen unsere Zuschauer ja auch selbst, wo sie abonnieren können. Mann, dass sie jetzt noch 2 weitere Videos gucken können. Stimmt. Unsere Zuschauer sind ja sehr klug.